Hallo und willkommen zusammen zurück auf meinem Kanal. Ja, das im Hintergrund wollen wir heute bauen. Und damit das dann später auch richtig gut aussieht, sollten wir uns ein Stückchen in den Boden graben, nachdem wir den elektromagnetischen Hotspot gefunden haben und unser Signal genau in die Mitte gestellt haben, also da, wo der Wert am höchsten ist. Dann stellen wir unser Rohr einfach in die Mitte. Oder so, dass das Signal in der Mitte von dem Rohr ist. Und als erstes ziehen wir uns mal ein Kabel, direkt aus der Mitte natürlich, und legen das oben drauf, wie ihr gesehen habt. Und dann bauen wir uns den schick in die Höhe. Denn das, was wir vorhaben am Boden, macht keinen Sinn. Das sieht bestimmt nicht gut aus. Und damit ich da auch leichter hinkomme und auch einen Standpunkt habe, hatte ich mir überlegt, ich werde da am besten noch ein Landefeld hinbauen. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht. Nee. Das muss größer. Na, das könnte funktionieren. Okay. Tja, diverse Sachen können wir jetzt nicht auf das Rohr bauen. Wie ihr seht, die kollidieren bzw. funktioniert nicht. Allerdings dieses Gebilde. In den eigentlich immer Drahtgitterwürfel. Ja, und das Ganze natürlich schick nach unten gebaut, weil es soll ja aussehen, als ob wir unser Landefeld auch wirklich darauf stehen haben. Eine Schwerkraft haben wir zwar hier eigentlich nicht, also zumindest nicht für unsere Bauteile, für uns selbst schon. Außer auf Planeten mit geringer Schwerkraft, aber wir simulieren hier einfach mal die Schwerkraft. Zumindest für das Landefeld. Ja, und um das Landefeld dort aufzubauen, ohne groß Maß zu nehmen oder irgendwie ein Bauteil zu haben, das dann tatsächlich auch passt, nehmen wir uns dieses hier und wechseln fix auf das Landebett. So, die Überstände, die machen wir natürlich erstmal weg. Sieht nicht so schick aus. Okay, das könnte gehen. Na, erstmal noch ein paar Rohre weg. Und unser Signal können wir auch wieder wegnehmen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, so haben wir schon mal unser Schiff hier. Das ist sehr schön. Ein Speicherpunkt. So, die Kugel ist das, was wir unbedingt brauchen. Von dort aus bauen wir dann uns den Rest, die Generatoren. Aber bis dahin müssen wir noch ein bisschen bauen. So, der Zylinder, den brauchen wir aus einem Grund, wir wollen die Kugel drehen. Idealerweise genau die Mitte mit dem Kabel und ziehen uns den hier einmal raus. Idealerweise genau die Mitte, ganz genau ist nicht so schlimm, also wenn es nicht passt. Aber wir sollten versuchen die Mitte zu kriegen und noch schnell ein Kabel gelegt, damit ich dann auch den Wireglitch machen kann. So, der Zylinder ist natürlich oberhalb platziert und wir haben hier eine Lücke zwischen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann sind wir natürlich auch nicht mit der Kugel auf derselben Höhe wie vorher und das geht gar nicht. So,
So, jetzt nehmen wir hier genau die Mitte, das sind die 45 Grad. Und damit das funktioniert, nehme ich die Alt-Taste bei Konsole, soweit ich weiß. Wurde mir in der Community gesagt, ich hatte extra nachgefragt. Und ich glaube zum meinen, es müsste R2 und L2 sein, gleichzeitig drücken, damit das Kabel nicht an die Kontakte geht, sondern einfach da, wo ihr es haben wollt. Ja, wie ihr seht, ich werde immer konsolenfreundlicher. Ich versuche die Tasten, wie soll ich sagen, zu erfragen zumindest, damit ich euch wenigstens sagen kann, wie es funktioniert, auch für euch. Ganz besonders diejenigen, die das noch gar nicht gemacht haben oder ganz neu sind in No Man's Sky. Denn hoffe ich, damit ein bisschen helfen zu können. Ja, wie man sieht, perfekt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall 3 Rohre jedes Mal bei jedem Strahl. Und die 4, die ich brauche, die lasse ich silber oder weiß. Weiß ist es ja eigentlich, weiß-orange. Und die blauen sind dann diejenigen, die ich schon habe, also gar nicht brauche. Weil durch die Kugel machen wir ja automatisch dann genau die gegenüberliegenden auch mit. Und jetzt fangen wir wieder an mit dem Kabel. Genau die Mitte erwischen. Und ziehen uns das hier wieder raus auf die Textur. Das erste Kabel ziehen wir uns einmal schnell raus, damit wir einen Wireglitch machen können. Und das erste Kabel können wir entfernen. Das brauchen wir nämlich gar nicht. Das war nur, damit wir Licht haben sozusagen. Zylinder und Rohre können also auch schon wieder weg. Die brauchen wir jetzt erstmal so nicht. Und jetzt kommt fleißig der Wireglitch. Wenn er denn funktioniert. Also, wenn ich es denn hinbekomme. Ja, dass er natürlich am Rohr angedockt ist, das ist schade. Allerdings ein bisschen drehen und wie ihr seht, dann kannst du zumindest nicht mehr andocken. Zylinder noch hinten dran setzen. Und auf den zweiten Zylinder, den wir angesetzt haben, machen wir dasselbe jetzt noch einmal, weil die Höhe des Kabels ist die Höhe, die wir auch natürlich auch wieder zurück müssen. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt hier gedreht. Oder dadurch drehen wir es. Und hier seht ihr die Textur, dass die einmal nach rechts und einmal nach links weggeht. Das ist nur genau bei 45 Grad. Und da ich das hier das allererste Mal mache, ich bin darauf gekommen, ich möchte das auch noch einmal so bauen. In der Folge 38 baue ich den ja ein wenig anders, den Stern, auch kleiner. Und habe dabei vergessen, dass ich gar nicht zweimal 45 Grad brauche. Das wäre Quatsch. Die Überlegung war eben halt, dass ich wirklich symmetrisch und ja, perfekt den Stern auch baue, das heißt die Strahle alle voneinander, egal wo an diesem Stern, dass die Abstände exakt gleich sind. Das war letztens leider nicht so, deswegen kam mir die Idee, ich versuche es mal so. Ja, und immer schön dran denken, 3 Rohre müssen wir dran bauen.
Ja, und das Ganze mit dem Drehen müssen wir ja nur 4-mal machen, also nicht ganz so schlimm. Was passiert, dann einfach nochmal andersherum und plötzlich geht es. Manches Mal funktioniert es auch, dann nicht, aber wir wollen das ja auch so gar nicht gebaut haben. Ja, da kann man das sehr gut sehen. Ja, das ist das Schöne, so manches Mal passiert es halt einfach. Man nimmt etwas weg, obwohl man es noch gar nicht gebaut hat. Und dann setzt man es eben halt einfach wieder dran. Und nochmal von vorne, und um euch das zu ersparen, habe ich das schon mal vorbereitet gehabt, sozusagen. Und deswegen jetzt, dass ich auch mit Weiß baue und nicht mit Blau, wie es am Anfang war. Was passiert. Und so sieht das dann aus. Und jetzt möchte ich noch die exakte Mitte von der Kugel. Und zwar für ein Kabel. Und das setzen wir gleich ganz unten an.
So, jetzt auf jedes Rohr ein Zylinder. Und wenn man auch wirklich die Rohre alle wegnimmt, so wie hier, dann funktioniert das auch viel besser. Und schon wieder geht's los mit den Kabeln, wieder genau die Mitte. Und ja, hier ist ein bisschen schwierig zu erkennen. Wie gesagt, die Textur, wo sie nach rechts und links weggeht, da ist die 45 Grad Markierung sozusagen. Und da kein Kreis im Digitalen wirklich rund ist, sondern nur aus vielen flachen Teilen zusammengesetzt ist, ist genau dort auch eine Spitze. Der Zentrierpunkt ist derjenige, wo dann das Kabel auch tatsächlich ist. Das heißt, ihr müsst nicht von oben drauf gucken, im Gegenteil, dann seht ihr eigentlich nichts und könnt nur noch schätzen. Wenn ihr das so macht, wie ich euch das hier zeige, und da habe ich auch noch gerade das Kabel weggenommen, was wir eben noch gesetzt haben, bis nach unten. Ja, tschüss Kabel, das war's, schade. Aber das bauen wir uns später wieder rein, das ist kein Problem. Im Prinzip ja ganz gut für denjenigen, der das nachbaut, und ja, dem das auch passiert, dann kann er gleich sehen, oder sie natürlich, wie es funktioniert, dass wir das dann doch wieder hinbekommen. Also nicht in Panik geraten, alles geht. Ja, so soll das aussehen. Ja, genau. So auf jeden Fall nicht. Also weg. Und diesen Abstand, das ist das Wichtige dabei, das brauchen wir. Sonst kriegen wir keinen perfekten Stern. Und das Gebilde sieht doch schon mal sehr schön aus. Sind zwar noch nicht ganz fertig, aber so sieht das auf jeden Fall auch schon mal sehr schön aus. Ja. Das kann sich sehen lassen, sehr schön. Die Kabel sollten wir noch entfernen, die stören später.
zu viele Kontakte ist nicht so gut. Ja, den habe ich übersehen, der hat nicht richtig gesessen, so wie er sollte. Und den jetzt nachzuarbeiten ist nicht schwierig. Nein, nicht schwierig. Nur eben halt, ich muss mehr wegnehmen, als ich dachte. Aber naja, gut, das ist nicht so schlimm. Denn ich komme leider mit der Baukamera noch immer nicht rein. Denn die Zylinder aufeinandersetzen kann ich nicht von innen, aber das Kabel kann ich auf jeden Fall ansetzen. Und das machen wir eben halt genauso, wie wir das eben auch schon getan haben. Und da das recht unspektakulär ist, springen wir doch einfach mal ein bisschen weiter. Ja, ich versuche in meinen Videos darauf zu achten, dass die wichtigen Teile, dass ich das euch zeige, und das, was nicht ganz so wichtig ist, da springen wir ganz einfach ein bisschen drüber. Und ja, ab und zu mal speichern, das hilft für den Fall, dass er doch mal einen Fehler macht oder ich selbst halt, dann kann ich wieder auf meinen Speicherstand zurückspringen. Und hier genau die Mitte zwischen den beiden, ja, was sind das, Striche, ja, Markierungen, sind was Markierungen, ja, Markierung ist gut. Und der unterste, da setzen wir uns einfach mal zwei Schalter, aus einem einfachen Grund, denn die Pyramide, nicht den, die Pyramide müssen wir später wieder wegnehmen. Und das würde bedeuten, die Schalter verschwinden und ja, wenn das Rohr auch nicht mehr da ist, dann kriegen wir das da nicht mehr hingebaut. Also nicht mehr so einfach, es geht zwar trotzdem, aber naja, man kann es sich ja einfach machen und benutzen eben halt das Kabel, wie ihr gesehen habt. Also ihr könnt in das Bauteil rein, solange es noch nicht gebaut ist, und seht dann halt die Markierungen. Wieder euer Zentrierpunkt, allerdings wenn es zu hell ist, geht das nicht oder nicht gut. Ja, gut zu sehen ist das nicht. Also im Dunkeln. Und ich würde sagen, einfach mal eine andere Farbe her, weil dann ist das besser zu sehen. Also mal fix umfärben. Also die Farbe hat sich gezeigt, als ich die Donnerkuppel gebaut habe, im Sturm und auch so. Bei Dunkelheit ist diese Farbe für unser Schaltaufbau ziemlich gut. Ja, ich glaube, das kann man sagen, ziemlich gut. Wie ihr seht, das ist ganz anders. Man sieht jetzt ja auch unseren Zentrierpunkt, unsere goldene Mitte. Ja, das ist der letzte, den habe ich nicht umgefärbt. Da versuche ich mal mein Glück. Also es ist ganz knapp zu sehen. Ich hoffe, ihr habt es auch gesehen. So, die Rohre weg. Wobei, das unterste hätte ich eigentlich lassen können, aber naja, nicht so schlimm. Denn immerhin, ich will ja auch zeigen, wie es funktioniert,
mit den Kabeln nachher. Wenn ihr das so wie ich jetzt komplett weggenommen habt, also die Rohre. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei den Generatoren. Also die elektromagnetischen Generatoren. Und hier machen wir eben halt wieder den Wire Glitch. Das heißt, wir benutzen die Steuerung, ja, Steuerungstaste bzw. Control. Bei manchen steht es Control. Und dann kommen wir in das Menü, wo wir mit dem X löschen können, die Farbe ändern und eben auf das Kabel. Das heißt, wenn wir auf dem Kabel sind, wir suchen uns einen Kontakt. Gehen zu dem Kontakt, wo wir hinbauen wollen. Das Spiel erkennt, wir können bauen. Müssen dann nur mit den Pfeiltasten, das müsste bei Konsole genauso sein, auch mit den Pfeiltasten, dass ihr die Bauteile nach rechts und links schiebt. Diejenigen, die mit dem PC spielen, versucht es nicht mit dem Mausrad, das funktioniert nicht. Das kriegt ihr nicht gehandelt, auf gar keinen Fall. Ja, zwischendurch die Generatoren schon mal anschließen. Das tun wir immer zu den Schaltern in die Mitte. Da, wo wir den Wire Glitch auch angesetzt haben. Wenn wir das vergessen, ist das nicht so dramatisch. Können wir später auch noch machen. Ist halt nur recht praktisch. Da sie ja schon mal da sind. Aber so, wie ihr seht, das sieht doch richtig gut aus. Bei den Generatoren, wenn ihr jetzt vergesst, die zu verdrahten, ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn dann die Pyramiden weg sind, sind auch die Schalter weg. Okay, trotzdem immer noch nicht schlimm. Ja, da fehlen mir Metallplatten. Verflixt. So, unser Basenabrisscontainer. Ja, schade, den kann ich leider in keinster Weise bauen gerade. Okay, dann fliege ich mal in die Basis selbst zurück, weil das gehört ja hier auch noch zu meiner Basis. Das da. Meine Donnerkuppel. Ja, hier stürmt und gewittert, unfassbar. Auf geht's, Metallplatte. Und wieder zurück. So, nochmal schnell durchspeichern. Und weiter geht's. Auf jeden Fall, wer davon fasziniert sein sollte, hat das selber noch nie gemacht und interessiert sich dafür, unbedingt machen. Es ist wahnsinnig, ja, spannend, beruhigend, findet eure Mitte, wie auch immer. Also es ist wirklich sehr schön, es macht sehr viel Spaß. Ansonsten unter dem Video habe ich auch noch meinen Discord Link, also zu meinem Discord-Server. Wenn ihr wollt, kommt mit auf den Discord. Eine kleine, feine, nette Leute-Community habe ich zurzeit. Und ja, gerne mehr, kommt, kommt. Oder nehmt doch nebenbei schon mal ein Abo mit. Für die Kommentare vielleicht noch ein bisschen warten bis zum Schluss.
Ja, bei den Generatoren, die jetzt ein wenig überlappend sind, also ineinander greifen, darauf achten, dass es der richtige Kontakt ist, wenn ihr die Kabel verdrahtet. Wenn ihr den falschen nehmt, überhaupt nicht schlimm. Auch das können wir später sehen. Und auch korrigieren. Ja, viele Sachen, die ich baue, die ich mir einfallen lasse, liegt auch daran, dass Fragen in der Community entstehen und diese Fragen, die versuche ich dann irgendwie ja nicht nur zu beantworten, sondern mir auch was dazu einfallen zu lassen, weil wie geht zum Beispiel oder kann man so und so bauen und ich versuche mir was einfallen zu lassen, ob es geht beziehungsweise ja und versuche euch das eben halt zu zeigen. Ja, die oberste Pyramide, die brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Denn jetzt sehen wir zu, dass wir das Kabel reinbekommen. Und da die Pyramide ja um eine Kabelbreite, also nicht die Kabelbreite selbst, sondern wenn wir es direkt auf den Zylinder bauen, die Höhe, ist es ja für uns jetzt hier zu weit unten. Und jetzt müssen wir natürlich ein Stückchen höher, da auch wieder die Mitte nehmen. Hier einfach, nachdem wir es dann um 45 Grad letztendlich drehen würden, obwohl wir es gar nicht brauchen, einfach noch ein Kabel daneben setzen. Schon könnt ihr euren Kabel-Wired-Litch durchführen oder dann die Zylinder hochbauen. Ein Zylinder, der kommt dann genau in die Mitte, nach oben hin ausrichten und dann zur Pflasterung wechseln. Jawohl. Gleich beim ersten Mal. Okay, manches Mal klappt es halt nicht. Aber diesmal gleich beim ersten Mal. Sehr schön. Die Zylinder wieder weg, damit wir mit der Baukamera auch reinkommen. Na, das wird ein bisschen eng. Nö, Pyramide weg. Wieder genau die Mitte. Und auf das Kabel wechseln. Vorrang genau die Mitte, wieder rausfummeln und ganz unten anschließen. Denn später ist dieser Strahl genau dort, ja, der ist blau und ist in der Mitte von dem Generator, den wir nach unten eben bauen. Sieht also aus wie, ja, ein Energiestrahl, der eben halt aus der Mitte kommt von unserem Stern. Direkt in den Boden hinein, einmal durchkontrollieren, ja, das ist auch zu viel. Ja, und da fehlt einer, den habe ich vergessen anzuschließen. Nicht das Problem, wir nehmen es genau die Mitte, ungefähr genau die Mitte. Aber das war schon ziemlich die Mitte. Und dann verbinden wir alle Mitten der Generatoren, also die Gabel mit der Mitte, die wir eben gerade gebaut haben. Ja, noch einmal durchkontrollieren, haben wir alle. Wenn nicht, ist es kein Problem, wir können den Strahl dann auch noch nachbauen. Solange wir die Mitte vom Generator haben, ist das kein Problem.
jetzt noch die Kuppel. Perfekt. Joa, genau die Mitte der Kugel, sieht sehr schön aus. Also die Energiestrahle der Generatoren gehen alle in die Kugel und von der Kugel aus ab runter in den Boden. Sozusagen Energie gebündelt und geht in den Boden. Ja, warum baue ich das direkt in den Boden rein? Ah, ja, ganz einfach. Ich möchte nicht, dass es... Ja, jetzt in dem Fall ist es über dem Wasser. Ich möchte nicht, dass es am Meeresgrund sozusagen ist und dort wellig verlegt ist, weil ich kann es sowieso nicht in eins durchlegen. Ich möchte das hier unten anschließen und dann... Ja, mit dem Terrainmanipulator möchte ich dann ein Loch buddeln sozusagen bis zur Hauptbasis. Das heißt, das hier gehört ja auch mit zur Basis. Ich habe die vergrößert. Etwas über 700 U entfernt. Ist auch nicht das Problem. Habe ich auch ein Video zu. Könnt ihr auch euch angucken. Ja, und da ich eben die Kabel nicht entfernen konnte aus dem Generator, muss der Generator halt wieder weg. Dann ein Kabel weggezogen. Jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Wenn der Wireglitch funktioniert zumindest. Ja. So, und da können wir jetzt hier das Kabel auch entfernen. Sehr schön. Joa, hervorragend. Das sieht doch gut aus. Unser Energiestrahl ist perfekt. Dann gucken wir uns doch jetzt mal an, was wir da gebaut haben, also an Leistung. Ja, wie ihr seht, 5619 kp durch 218 kp, die ihr dort seht, macht 25,77. Elektromagnetischer Generator. Aber es sind auf jeden Fall 26, natürlich geht keine Kommazahl. Es liegt daran, es sind an die Generatoren, wo es mit 213, ja nur 213 fördern sozusagen, also nur ist gut, das ist schon ganz schön viel. Weil die Solarpanel, die schaffen gerade mal, Moment, 25, ja. Joa, sehr schön. Schick dran vorbeifliegen. Hervorragend. Unser Energiestrahl ist auch perfekt gelungen. Ja, das ist doch spitzenmäßig gelaufen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut es euch nochmal an. Ich finde es perfekt. Und wenn es euch gefallen hat, nehmt doch noch ein Abo mit. Ich habe noch jede Menge Videos zu Blender Glitch. Also ihr habt noch jede Menge, was ihr lernen könnt, beziehungsweise auch nachbauen könnt. Kommentiert, bewertet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!